Hello, ladies and gentlemen, to a special video, 7 Days to Die, today in English and German, first English, then German. Hallo und herzlich willkommen zu einem Spezialvideo, 7 Days to Die, heute mal in Englisch und Deutsch. Erst immer Englisch und dann Deutsch. Okay, this video is about bugs and hackers and cheaters. In 7 Days to Die. Yesterday I was told on my server, on my public server, there were two guys that cheated, duplicated items. I would like to show you the guys, but I banned them for 1 year and now they disappeared from the map. They were actually here. This is me. Yeah, so I can't show you the two hackers. They had several items in their inventory in a stack about 20,000 bed rolls, 20,000 stones, wood, everything, claim stones. Something I can explain, something the other things I cannot explain. I will try. Okay, jetzt auf Deutsch. Also, gestern wurde mir wieder gesagt, da sind zwei Cheater auf meinem Server. Und ja, ich habe mir die dann angeguckt. Die hatten in ihrem Inventar mehrere Items mit einem Stack von über 20.000. Oder 20.000 Holz, 20.000 Claimstones, 20.000 Bettrollen. Alles Mögliche. Die beiden standen hier. Ich habe die gebannt für ein Jahr. Und ja, jetzt sind die nicht mehr auf der Karte drauf. Jetzt sind die hier verschwunden. Also die gebannten Spieler werden nicht angezeigt. Auf jeden Fall will ich euch heute zeigen, wie dieser Cheat funktioniert. Okay. I will show you how the cheat works. It's very simple, but I searched hours and hours and hours and thought, how did they dupe those items? And finally found the solution. There's a bug in the XML files. The progression XML is not transferred from the server to the client. So the client can manipulate his version of the progression XML and play on every server totally equal. Which server you will have your skills, and now I have here a perk called Damn Cheat. I can run description, doesn't matter, title key, level 1, and this perk gives me some bonuses: harvest count multiplied by 10, crafting output count multiplied by 5, but this don't work. I don't know how they got 20,000 claim stones, because crafting output doesn't work. I don't know, it doesn't work. Block damage does work. Multiply 2000. Oh, so I can do a hand job on a hand job on every item and get it destroyed on each and every block. That's totally doesn't matter. Crafting time does work. It's set to 0, so instant crafting. Loot quality multiplied by 10. Previously I had set value to 600 and this doesn't work. Now I try with multiply. I didn't test it right now. Maximum speed, I don't know, I think it doesn't work. The same with run speed, I didn't notice any change. But crafting quality, set value to 600. Everything I craft is 600. It's
pretty awesome. So, jetzt in Deutsch. Also, es gibt einen gravierenden Fehler beim Übertragen der XML-Dateien. Normalerweise werden ja die XML-Dateien vom Server zum Client gesendet, zum Beispiel für Rezepte und so weiter. Aber die Progression XML, wo die ganzen Skills und Perks drin stehen, die wird nicht übertragen. Das heißt, jeder kann seine eigene persönliche Progression XML manipulieren und hat diese Veränderung dann praktisch auf jedem Server, auf dem man drauf geht. Und das ist so gravierend, dass ich das auch hier in diesem Video zeigen möchte. Falls sich das, ich hoffe ja, dass sich das in der Alpha 14 löst, aber falls sich das nicht in der Alpha 14 revidiert, dann muss ich das einfach zeigen, damit die Entwickler mal vielleicht schneller was dagegen machen. Und zwar habe ich hier jetzt mal beispielshaft ein Perk erstellt, nennt sich Damn Cheat. Die Beschreibung und Titel ist hier scheißegal. Max Level ist ja auf 1. Ich habe hier den Harvest Count, also das, was man praktisch, wenn man jetzt Bäume fällt oder so, was man da rauskriegt, habe ich hier mal multipliziert mit 10. Ich habe es auch schon mit anderen Werten. Ich habe mal Set Value 20.000 probiert, aber da kommen immer irrsinnige Werte raus. Also, das ist der Hammer. Das zeige ich euch aber auch gleich. So, Crafting Output Count, das funktioniert irgendwie nicht. Das habe ich schon mit mehreren Werten versucht. Das irgendwie, wenn ich irgendwas crafte, da kommt jetzt nicht mehr raus. Obwohl man das vom Namen her aus denken würde. Block Damage funktioniert. Also, ich kann jetzt alles mit einer Hand praktisch kaputt machen. Nur noch mit der Faust, zack, alles kaputt. Stahl, Beton, keine Ahnung, egal. Einfach nur kaputt kloppen. So, Crafting Time funktioniert auch. Ich habe hier auf 0 gesetzt, bedeutet so viel wie alles ist Instant Crafting, was ich mache. Loot Quality hat nicht funktioniert, als ich Set Value 600 gemacht habe. Ich habe es jetzt mal hier mit Multiply 10 probiert. Aber ich habe es noch nicht getestet, ob das jetzt auch funktioniert. Ich hatte da nochmal einen Change gemacht. Max Speed und Run Speed, da ist mir jetzt nicht irgendwie aufgefallen, dass ich das irgendwas ändern würde. Ich habe es mal mit Set Value probiert. Jetzt habe ich es hier mit Multiply 2. Das ging aber auch irgendwie nicht. So, Crafting Quality, das funktioniert wieder. Und das habe ich hier auf 600 gesetzt. Also ist alles, was ich herstelle, direkt 600. Ich habe hier oben habe ich nochmal die Liste kopiert, die auch immer unten an der Datei dranhängt. Also nichts Neues. So, so now we will start 7 Days to Die and I will show you the bug. The damn bug. Cheat, call it whatever you want. Game. So. Tick, tick, tick. Loading, loading, loading. As you can see on the top right corner, we are still alpha 13.8 build 7. Connect the server. I don't want to go on my server, because you could think my server was manipulated. So I will just take any random fun server? No. Come on. Damn. Password. I should take some without password. P4P survival liberty! I am a damn cheater and I will kill you all! So, ich zeige euch das jetzt mal hier auf irgendeinem Server, der nicht mir gehört, damit ihr auch nicht denkt, ich hätte irgendwas auf dem Server manipuliert. Und dann nehme ich jetzt einfach mal diesen komischen... Wow! Crazy. Direkt ein Zombie hier. Ja, leck mich. Boom! Ich mache hier alles kaputt mit einer Hand. Alter! Ich habe mein Entity Damage. Entity Damage is not... I don't buffed my Entity Damage, so... I don't want to fight with this guy. I will kill this tree. So hard.
So hard. I can try. No. I need some stones. Come on. Yes. I got it. It's so stupid! Why didn't they fix it? So, also ich habe die Entity Damage habe ich nicht erhöht und deswegen kämpfe ich auch jetzt nicht mit den Zombies. Das muss jetzt nicht sein. Also es funktioniert im Grunde überall, wo jetzt mit diesem Harvest-Bonus. Wenn ich mir jetzt mal... As you can see. Ich stelle meine Axt her und sie ist auf 600. Sehr schön. Ja, das funktioniert natürlich auch hier mit der Axt. Pretty simple. And of course it works with animals. I just have to kill an animal. And as you can see, it's instant crafting. Don't hit me, bitch! Die, bitch. Whoa! Damn, bitch. I could also buff my health. I think it's hard-coded to 200 I don't know. I didn't test it. And of course, entity damage. I could one hit kill everything if I added this. Also ich hätte natürlich auch entity damage höher machen können oder sonst was oder mein Leben erhöhen können mit dem Buff, so dass ich oder auch Regeneration Buff, dass ich hier praktisch immer die ganze Zeit regeneriere und wieder instant voll bin oder so. Das funktioniert bestimmt auch. I didn't try it. Boop. Au. Okay. Die! So this works also with golden rod flowers. As you can see, I got 10. I will try if I got more with this. No, 10. Multiply with 10. So I get 10. Oh, some clay? How many clay do you need? I hate this cheat. I hate it. And everyone using it on my server will get banned for at least 1 year. Also ich hasse diesen Cheat. Und deswegen will ich ihn auch zeigen. Damit der endlich mal auffliegt und irgendwie mal behoben wird von den Entwicklern. Und jeder, der den Cheat, den ich sehe auf meinem Server, nicht irgendeinen auf meinem Server sehe, der irgendwo in seinem Inventar wieder zu viele Sachen hat, der kriegt einen Jahresbann von mir. Weil das braucht man nicht. Also ich mache das jetzt, ich bin ja jetzt hier auch nicht auf dem Server, werde ich jetzt auch nicht weiter spielen. Also das ist, ich mache das jetzt nur mal hier, um euch das zu demonstrieren, dass es irgendein Scheiß-Server sein kann. Und es funktioniert wirklich überall. Und es macht einfach nur das Spiel kaputt. It destroys the gameplay. Come on. Burn! Burn! Yes, it burns. Ha. Rup. And yum yum yum.
as I said in the progression XML, you can put in values like 20,000 or whatever, and you will also get 20,000 of raw meat and wood and everything, just everything. The thing is, you can't hold any stacks about, I think, 30,000. If you have a stack more than 30,000, then it will be, yeah, vanish if you put it in a bag and close the bag, or this doesn't work. The multiply with the loot quality doesn't work. What did I want to say? I don't know. I just don't know. Ah, yeah, I know. Every stack about 30,000 will disappear if you log out and log in again. The only thing I don't know, how did they duplicate the land claim block? Because I can't. Everything I craft is only one. I can show you this with stacking items. Ah, come on. Oh, stone. And you always get two pine seeds. They won't be multiplied or added or something else. Also man bekommt immer nur zwei Samen raus, die werden irgendwie nicht davon betroffen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel den Sleeping Bag 1. Not, also nicht 5, wie ich jetzt erwartet hätte. Not 5 as expected. From the progression XML. I had a multiply 5. This don't work. Just don't work. It's always one. But I can do instant. Almost instant. It doesn't do all instant. Let me build a forge. Ich baue jetzt mal eine. Ah, damn! Ich wollte jetzt eine Forge bauen, hab gar keinen. I don't have any iron pipes. Keine iron pipes. Und Scheiß. Okay. Dann machen wir das mit einem Lagerfeuer. Then I will build a campfire and show you crafting in a workstation. Oh, not that much wood. Something less. So, ein bisschen weniger Holz da rein und I need the meat. So now you will see, if I stay in the campfire, it will go slowly. But then I will go out and go in and everything is ready. Also ich werde es jetzt euch zeigen, indem ich hier mal das Fleisch brate, verkokle, schmore. Und solange ich hier drin bleibe, wird es lang... Uah! Fucker! Die! Damn bitch zombie! Anyone else? Come on! Ah, noch irgendeiner, der einen Stress will, dann brauchen wir nur sagen. So, ich mach das jetzt mal und es wird jetzt langsam gehen.
Zip. This was, okay, this was fast, but it wasn't instant. This is not the best to show you what I mean. The really best to show it is in a forge. Also man kann es besser zeigen in einer Forge, wenn man jetzt irgendwie was aus Eisen macht oder so. Mit, weiß ich nicht, 1000 Bricks oder sowas herstellt, dann geht das auch so mit diesem Hochzählen, 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 aber das ist ja nicht instant. Und wenn man da rausgeht und wieder rein, ist es wieder alles da. So, if you have a forge, it's a bit better to show, because if you try to make 1000 or 2000 bricks, then it will show up like you saw it at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, but if you leave the forge and go in again, everything is ready. So almost when you leave the forge and you build more than the forge can hold, you get the message, oh hey, the forge, it doesn't have any more space, please remove something. Also wenn man das an der Schmiede macht und man macht jetzt mehr als die Schmiede auch halten kann mit ihren 6 Plätzen, dann kommt auch sofort, wenn man die Schmiede verlässt, die viele Tiere hier, die Meldung, die Meldung, dass man halt die Schmiede leerräumen soll, damit man wieder, damit die weiter craften kann. Rennen! Oh. It doesn't work. The chainsaw is block damage. Doesn't work. Who needs a chainsaw when he has great fists? Ja, wer braucht schon eine Kettensäge, wenn man super Hände hat? Ich würde die ja gerne auch. Bam! I would like to kill them with a fist in her face. Hello, dear. Come on. Boop. Ouch. Damn sucker. Broke my leg. Nah. Another street. So much animals here. Why there are so much animals in here? I'm the greatest cheater ever. I hate cheating. I don't like it. And I hope they fix the damn cheating bugs. Ja, auch nochmal auf Deutsch. Also ich hasse diese Rumgecheaterei hier. Ich mache das jetzt nur, um euch das zu zeigen. Und ich hoffe, dass die Entwickler das mal beheben. Schnellstmöglich. Also wie gesagt, wir sind jetzt noch in der Alpha 13.8. Es könnte sein, wir haben ja jetzt schon Ende Februar, dass vielleicht sogar heute, zwar jetzt in den letzten Tagen viel Aktivität, dass sogar vielleicht heute die Alpha 14 schon kommt und es dann behoben ist. Ich hoffe es. So, in Englisch. We have late on February and I hope the Alpha 14 is not far away. The last days there were many updates on SteamDB, and I hope that the Alpha 14 maybe comes tomorrow or today. I hope today. Tomorrow, no.
Nobody works on Saturday. But today, maybe, on Friday? A patch on Friday, please. Oh, backpack. Uh-huh. I don't need. I don't need that. But a bow, but a bow, but a bow. A bow. Oh, plant fibers. I don't have enough plant fibers. Really? What do I get here? Oh. Oh. Oh no. Oh no. No. Wheels. No. No, no, no. Ah, damn it. It's... Ah. Oh. Nice. What did I want to do? Oh, plant fibers. So, jetzt mache ich mir mal einen Bogen. I will craft the bow with 600 quality. Oh, yay! Who didn't expect it? Wer hat es jetzt nicht erwartet? Jetzt brauche ich nur noch Pfeile. A good bow is nothing about without any arrows. Okay, I showed you the cheating bug, and I don't want to play as much on the server because I don't want anyone to cheat on my server, so I don't cheat on any other servers, only on my server, but only if something goes wrong. Ja, also ich habe euch ja jetzt gezeigt, wie der Cheat funktioniert. Ich hoffe, ihr benutzt ihn auch nicht. Ich möchte ihn nur aufzeigen, falls jetzt irgendjemand Serverbesitzer ist und wundert sich, irgendeiner hat hier extrem viel Holz oder sonst was. Das sind Cheater, die benutzen das. Die machen das so und die machen auch den Spielspaß kaputt. Ich mag es nicht auf meinem Server und deswegen werde ich hier auf diesem Server auch nicht weiterspielen. Und dann werde ich jetzt so schnell wie möglich wieder runter. Ich könnte aber das Haus ein bisschen aufwerten. Vielleicht findet es hier einer und dann kann er sich hier schön in dem Haus reinsetzen. Ich hoffe, dass der Bug bald behoben wird. Ja, und wenn nicht, dann wisst ihr auf jeden Fall, wie es funktioniert. If you liked the video today in English and German, I will call it German. Or Ginglish or Denglish? No, Denglish. Denglish is something other. It's German mixed with English. So I will call it Ginglish. I will put a poll on the video. And you can choose what you like more. If you like videos mixed with German and English, or do you like more German videos, or maybe complete English videos? This would help my English skills. And if you say I don't bother, then this will be an option too. For the Alpha 14 I will start a new season. This must be season 5 then. And maybe it will a season on my server. I don't know yet. Maybe it's solo. But you can vote if you want this season 5 in German, in English, in Jinglish, or I don't know other languages. I could make a video in what language I know? PHP? Oh, this would be funny
if I go the stairs up and hit the floor, then I will upgrade the blocks, but only if I have enough material. Oh nee, this would be scary. Let's play in programming language. Oh no, this is crazy. Oh, eine Server Message. Survival Liberty. Yes, hello. Hello. Do you want my cheating stuff? I will give you my cheating stuff. If you know the server and you don't want to cheat, but you know that I was here, then here are the coordinates. 302 North, 2040 East. In this building I will place my cheating stuff in a chest, and the password will be fuck cheats. Okay. You can also break it up. I don't think it doesn't matter. Oh no, this was not correct. I think it doesn't matter. So this was correct. Yes, you can have all my stuff. I don't need that. Come on, here 600 exclusively for you. My cheating stuff. So, okay, I hope you enjoyed it. Please, if you liked it, vote up. And if you don't liked it, please don't vote down. Write a comment. Tell me what you don't liked. What you disliked. This is correct. Ja, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter wäre jetzt nicht so cool. Schreibt mir lieber einen Kommentar, was ihr nicht so cool fandet. Und wie gesagt, ich habe es gerade auch schon auf Englisch gesagt, ich werde noch ein Poll hinzufügen, wo ihr mal abstimmen könnt, ob ich mehr Videos machen soll in Deutsch und Englisch, in German. Also, weiß gar nicht, wie ich das jetzt auf Deutsch sagen würde. Deutschlich oder Engdeutsch? Ne, das klingt auch doof. Boom! Ups. Ja. Möchtet ihr Videos nur in Deutsch? Möchtet ihr sie nur in Englisch vielleicht? Auch nur? Könnte ich auch machen. Das würde meine Englisch-Skills ein bisschen aufwerten, wenn ich das öfter mache. Also es geht ja darum, dass wenn die Alpha 14 draußen ist, werde ich eine neue Serie machen. Das ist dann die Staffel 5. Season 5. Und in dieser Season weiß ich noch nicht, ob ich Multiplayer oder Singleplayer mache. Das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Und ja, weiß nicht, was soll ich noch sagen? Ihr wisst jetzt, wie der Cheat funktioniert. Bitte macht es nicht selber und bleibt sauber. Wenn ihr jetzt hier auf diesem Server Liberty irgendwas, keine Ahnung, ihr habt es ja gesehen, könnt ihr zurückspulen. Wenn ihr das haben wollt, ihr habt gesehen, was das Passwort ist, ihr könnt die Kiste auch einfach so kaputt machen, dann könnt ihr das haben, das Zeug. Das ist daher gecheatet, aber wenn ihr selber nicht cheatet, dann könnt ihr das ruhig nehmen. Also ich finde mal, wenn man gecheatete Sachen findet, dann heißt das nicht, dass man sie nicht benutzen darf. Okay, das ist so wie mit Taylor-Ware oder so, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Das ist ja jetzt hier ein Spiel und wenn ihr da kleine Stapel rausnimmt, dann merkt auch gar keiner, dass das irgendwo herkommt. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss, ciao and goodbye, till the next video, maybe in English or just in German. See ya.